Oscar. Sag mir seinen Namen. What were you searching for? The truth. The truth. You need to find out, Paul. Senua. Oscar. Steady. Take your time. Tell her. Your father. There. That's it. You told me that someone betrayed him. Who was it? She has to tell us. She will. Why? I need to know his name. What does it matter? The truth. It is how we will save our people. I need to understand him. Please. You need to know. You must know. Tell me what happened. We cannot kill the giant if we do not know. She's going to tell us. She trusts us. Look. No, she doesn't. She's ready. Hurts her. She will do it. When it all went to hell, people started coming to us for help. We were just barely scraping by, but she doesn't mind her. We opened our doors to them. She's trying to help. Even as the food was dwindling, the Björk grew more demanding. It's hard for her to say. Little by little, this settlement became my tribe. Just like yours. Remember. You had a home once. And then a man came. And we took him in. We made him one of us. That man. We trusted him. And he betrayed me. He betrayed my father. It's him. There is more to this than she is saying. So I cast him out. I haven't seen him since. Name. His name was Sigurd. Okay. The truth. There it is. Now we know the truth. Now we know. You can use it. You can trust her. I'm sorry. Sigurd. He is your giant. Truth. What will she do? Will she believe us? I saw it. She has to. How? You have to trust me. It was the same with Inga. I saw her. I learned her name. Somebody's coming. Uh-oh. I come. You never attacked the settlement because of you. I'm with you. You brought them here. Now fight. Wieder. You have to help please, Emma. This is not a choice. The trigger here is to stop this. The guest was fighting for them. Where? To fight for them. What are you doing lying down? Aha, this läuft Werbung. Defend the innocent people. Hey. They are fast. You know what they're going to do. There's no time to feel pain now, Senua. Keep going. What are they made of? Alter. Ja, gib mir doch die Chance auszuweichen, Digga. Geh auf, geh auf, geh auf. So. Junge. Ja. Depp ist das.
tot hat, Dad. Boah, wie hätte ich ihm da helfen können? Verdammt. Den falschen Knopf die ganze Zeit. Idiot. Komm, 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 komm. Jawohl. Gut pariert. Schnell genug. Sind schon ein paar, ey. Teamwork. Oh, er sieht evil aus. Hast gedacht. Burning Man. Hey. What? Tickst du nicht ganz richtig? Alter! Steh auf, steh auf! So, jetzt. Hat sich aber jemand Mühe gegeben mit Choreografie, ja? Versuch's. Sei dir gewiss. Okay.
nicht schlecht. Oh, war's das? Mhm. Sei doch nicht so, Mensch. You think you can run from your past? You can't. Your past always follows you. It's there. Right behind you. Right behind you. Can you feel it? Always coming. All the death. Yes. All the suffering. Right there. You have brought this on them. He's right. You, with your darkness. All because of you. Your curse. You tell yourself you are trying to help. You have damned them all. How will you keep going now? How will you live with yourself? With this heaviness? Yes, feel it. Let it wear you down. Feel it, Senua. I can feel it. You deserve to feel it. I can feel them on my skin. They will never leave you. Eat death. Inked in blood. Yes, you can see it, can't you? Blood on your hands. Ja, ja, absolut, Toffel. Die hat ja eine Psychose. Dadurch erlebt die die ganzen Kram. Teil 1 nicht gezockt oder Infos gekriegt davon. Das war völlig die Psychose. Das war ein bisschen krass. Also krasser wie hier auf jeden Fall. Deswegen hört ihr auch so Stimmen. Ne, das sind ihre anderen Charaktere, die mit ihr reden. Gute und böse. Das ist der Plot quasi. Die hat eine Psychose und probiert da nur irgendwie durchzukommen. Ich war schon überlegen, ob wir Teil 1 nochmal zocken sollen, weil gestreamt hatte ich das nicht und ich habe es noch nicht auf 100%. Also ich habe es durchgespielt, aber mir fehlen da noch ein paar Runen. Und das ist krass, weil wenn man stirbt, dann wird die Hand schwarz. Wenn man dann nochmal stirbt, dann... Also das Schwarze, das wandert immer weiter. Am linken Arm allerdings. Und bis zum Herzen. Und wenn das Herz erreicht ist, dann ist man permadeath, tot. So zumindest die Aussage damals von Ninja Theory. Es ist gar nicht so. Es ist nur, um den Spieler noch ein bisschen psychisch herauszufordern. Ähnlich wie bei... Ihr habt das bei einer Bekannten gesehen, die hat Teil 1 gestreamt, als du mit Teil 2 angefangen hast. Ah! Verstehe. Da guckst du lieber bei ihr als bei mir. Merke ich mir. There's only one way to return. Go forward. Go on. Steel yourself for what's to come. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ist das jetzt das letzte Kapitel. Ah, das beide streamt auf. Ja, dann ist ja gut.
Ingen's name. I can draw him into the sun. The sun never shines where Selvarisen walks. He brings the clouds with him. There's a way to part the clouds. We must perform a ritual to honor the sun and draw a soul from wherever she's fled and beg her help. Vagrima. Ja, dann ist es jetzt der Endboss. Find a site for the ritual. We will go to the cave and wake the giant with fire. Das then passt, lure him there. He may look slow, but he moves fast. Our people will slow him down. Then I will speak his name and hold him fast. And bring him into the light. Genau. Ja. Bist du etwa Lucifer, der Lichtbringer? Ja. Das ist genau das, was man im Gameplay-Trailer gesehen hat damals, bei der Vorstellung. Jetzt holen wir den Riesen aus der Höhle. Klingt aber auch wieder irgendwie komisch. Den Riesen aus der Höhle holen. Könnte es auch sein. He saw me, as I saw him. You can't do this. Go back, go back. Achtung, also die Szene kennt man ja. Wer sie nicht kennt, das wird jetzt richtig geil. Achso, ich kann ja auch schneller laufen, ne? Smell their fear. There is no breath. He's here. Death is coming. Look at the bones. He's coming. Look at the bones. That's going to be you. That's going to be everything. What makes you think you stay down? Hush. Dem geht's nicht so gut. Blind ist er auch. Get ready. Burn, baby, burn. Laterne, Laterne. Sieht schon geil aus, ne? Run! Ah, genau zwischen die Augen. Ja.
Jawohl. Bräuchten wir Sonnenlicht, ne? Hallo. Auf zum Auge des Sturms. Sieht das aus? Ich muss es einfach nochmal erwähnen. Ja, das sieht aber auch merkwürdig aus hier, das Gebilde. Wow. Oh. Ach so, okay. The storm is too strong. Ja, ich verstehe schon. So, und ab dafür. Hey! The waves will pull me under again. I need to anchor myself. Ach, festklammern geht. Okay. Los. Aber wie? So, aha. Weiter, 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 weiter. Schneller, Propeller. Oh, 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 renn, 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 renn. Tief hier. Au, au, au. Und jetzt? Da lang. Thank you.
Oh. Das ist aufregend. Oh, das war knapp. Junge. Oh ne. Ah doch, ich bin da. Oh, wow, wow. Ja, das sehe ich doch vorher nicht. Ah doch. Schlachtfeld hier. Junge. Okay, ich bin im Auge des Sturms. Aha. Cool. So. You don't want to hurt them again. I can't find the light. I don't deserve your grace. Oh, ah, da ist er ja. Der Bubi. Komm back, Sagir. He was lost. And you found him. You brought him here. Home. Now he can rest. Rest now, Sagir.